Moin Moin Freunde, was geht? Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Nerdtaste, nämlich zu Rambo Last Blood. Der erscheint am 19. September, nämlich in die Kinos. Und ich habe ihn vorab schon gesehen und da gibt es nämlich von mir ein Ende erklärt. Viel Spaß in der Nerdschule. Ja, ihr habt ja gesehen, ich habe ihn vorab gesehen, das Embargo ist nämlich jetzt erst rum, als das Video gestartet ist, nämlich am Donnerstag 0.01 Uhr. Ihr habt jetzt die Chance, hier wirklich das Ende erklärt zu bekommen, was da passiert ist. Und klar, wird natürlich sehr viel gespoilert hier in diesem Video, deshalb müsst ihr selber wissen, ob ihr das noch gucken wollt, was für einen Inhalt das jetzt gibt und warum es überhaupt sich das dreht in diesem Film bei Rambo Last Blood. Den angeblich letzten Teil, das seht ihr nämlich jetzt. John Rambo hat viele große Schlachten in sein Leben geschlagen. Nun soll endlich Schluss sein. Zurückgezogen lebt der Kriegsveteran inzwischen auf einer abgelegenen Farm in Arizona. Doch der einzige Elitekämpfer kommt nicht zur Ruhe. Als die Tochter seiner Haushälterin Maria verschleppt wird, begibt sich Rambo auf eine Rettungsmission jenseits der amerikanischen Grenze nach Mexiko. Schon bald sieht er sich dort einem der mächtigsten und skrupellosesten Drogenkartelle gegenüber, die vielen Jahre im Kampf mögen Rambo gezeichnet haben. Aber sie haben ihn nicht weniger gefährlich gemacht. Um euch überhaupt ein bisschen das Ende zu erklären, sage ich mal, fange ich so ein bisschen nicht von vorne an, aber natürlich so klar, kleine Details. Es geht natürlich um John Rambo, der sich eigentlich jetzt zur Ruhe setzen wollte und mit der Tochter seiner Schwester lebt er bei dieser Farm mit der Haushälterin und das ist eigentlich seine Ziehtochter mittlerweile geworden, ist aber eigentlich auch der Onkel natürlich und man merkt in diesem Verlauf, es ist ein ganz anderer Rambo und sie möchte natürlich ihren Vater kennenlernen, der lässt sie aber total abblitzen und sagt, ja, wie das ist, richtiges Arschloch und ist einfach weggefahren von den beiden und hat sich dann so gesehen in Mexiko abgesetzt. Und wie das dann immer so ist, ne, in Mexiko, ja, da werden die Frauen natürlich wie Vieh behandelt und werden dann zur Prostitution freigegeben und sie muss dann für dieses Drogenkartell anschaffen gehen. Ja, und dann natürlich, was macht John Rambo? Er will natürlich seine Gabrielle daraus wieder retten und kriegt total aufs Maul. Und es ist so hart, dass er natürlich dann hier im Gesicht gekennzeichnet wird, sie auch, und sie wird total unter Drogengesetz, Heroin reingespritzt. Das ist einfach auch schon, sag mal, eine andere Richtung mit mehr Tiefe. Ja, und sie kommt dann in so ein Bordell und natürlich, man sieht nur John Rambo total fertig, wird von einer freien Journalistin gerettet und sie erzählt ihm, dass dieses Drogenkartell nicht ohne ist und dass ihre Schwester auch mit einer Überdosis gestorben ist und er möchte einfach auch teilweise sie erstmal nur rausholen aus diesem Bordell, geht dahin mit einer harten Aktion. Der Film ist ab FSK 18 und ist nichts für, sag mal, die leichte Nerven haben. Und er geht da rein, total mit Power, haut ihr alle platt mit einem Hammer und holt sie da raus. Auf der Rückfahrt stirbt sie aber in seinen Truck und ja, wie es dann so ist, er bereitet sich dann vor, um richtig Rache zu nehmen. Ja, er baut sich da erstmal ein halbes Fallensystem unter der Farm hatte er natürlich einen Tunnel gegraben. Da haut er da die Fallen rein, bis zum geht nicht mehr für die letzten Showdown in diesem Film. Ja, und dann im weiteren Verlauf ist es einfach so, dass John Rambo losfährt, um den kleineren Bruder, der Rodriguez-Brüder, diesen Vito, abzuschlachten. Der Kopf ist ab, Leute. Wahnsinn. Natürlich ist es so, dass der ältere Bruder natürlich Rache nehmen möchte an John Rambo, fährt mit allen Mann zu seiner Farm und es kommt zum gnadenlosen Showdown. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Der Film ist mega blutig und es ist einfach so, ihr müsst vorstellen, er haut da alles weg. Ihr müsst einfach nur den Red Band Trailer gucken, da wisst ihr genau Bescheid, was ich damit meine. Er geht da rein, der ganze Graben wird weggesprengt. Tunnelsystem macht er alle platt mit einer abgesägten Schrotflinte. Die fallen rein, in irgendwelche Nagelbretter fallen. Er schießt denen die Rübe weg. Es kommen kreisigen Blätter ins Gesicht, die werden weggesprengt. Sag mal, das Gesicht mitten in Rohr haut er den Kopf da weg. So richtig schön in handwerklichen Splatter-Manier so ein bisschen. Ja, und dann ist es nachher dann so, dass er den größeren Bruder natürlich am Leben lässt. Alle sind am Sterben, hat schon zwei Schusswunden und macht ihn total fertig. Nagelt ihn fest mit vier Pfeilen und reißt ihn aus seinem Brustkorb das Herz heraus. Das war kurz mal so gesagt, das Ende erklärt, worum es überhaupt in John Rambo geht. Ihr merkt, harte Kost auf jeden Fall. Und die Frage ist, könnte es der letzte Film sein? Ich denke mal nicht. Also man hat das Ende offen gelassen. Auf jeden Fall könnte man einen sechsten Rambo machen. Dafür hat einfach der Autor Matthew Kirilnik und natürlich Adrian Grunberg für gesorgt. Die haben beide das Ende so dargestellt,
Er hatte dann natürlich übelste Schusswunden. Trotzdem, die Haushälterin ist ja weggefahren, weil ja die Tochter halt gestorben ist. Was hat sie da auch noch so gesehen zu suchen, hat er ja auch im Verlauf des Films gesagt. Er ist natürlich eine wandelnde Seele, der durch die, ja, durch eigentlich dann wieder um die Welt ziehen möchte, weil er hat ja alles verloren, was man verlieren könnte, John Rambo. Und es ist einfach so, dass er dann auf sein Pferd steigt und in Richtung des Bergs reitet. So sieht man das in der Post-Credit-Scene, die man im Kinofilm sieht. Natürlich zeigen sie dann aber auch nochmal die Szenen, was so natürlich von John Rambo 1 bis 5 passiert ist. Ja, und man hat natürlich gedacht, das wäre jetzt ein Film sein, der den letzten Teil darstellen wird. Wird es aber wahrscheinlich nicht, also man hat das Ende offen gelassen. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass er wahrscheinlich wieder um Hilfe gebeten wird. Und oder es ist vielleicht was noch im Berg im Gange. Auf jeden Fall ist das wirklich ein offenes Ende, muss ich euch einfach so sagen. Komme ich gleich ein bisschen zu einer kleinen Spoiler-Review, sage ich mal. Ich bin ja so sehr am Spoilern, aber ihr merkt so ein bisschen, dass der Film knallhart ist. FSK 18 Uncut hier in Deutschland. Ich habe die englische Version gesehen. Und im U-Ton und muss einfach sagen, kam gut rüber. Ich kann natürlich nichts zu der deutschen Synchro sagen, aber auf jeden Fall ist das eine harte Kost, die abgeliefert haben. Und ja, ich komme aber ein bisschen noch dazu weiter, was ich denn zu diesem Film sagen kann und wie ich den bewerte. Ihr habt ja so ein bisschen gemerkt, was ich gesagt habe. Der Film fährt ein bisschen langsam an. Halbe Stunde braucht ungefähr, ist sehr ruhig. Man merkt so ein bisschen, dass John Rambo wirklich ruhig geworden ist. Er nimmt Pillen, ist natürlich, sag mal, natürlich durch die Sache, durch den Vietnam, so ein bisschen natürlich ein gebrochener Mensch. Aber durch Gabriel und durch die Haushälterin Maria ist er dann wieder auf die Tatsachen des Lebens wieder zurückgekommen und lebt in seiner Farm bei seinem Vater. Ja, und es ist einfach so, dass er sich da so ein bisschen eigenbrötlermäßig halt zurückzieht, aber trotzdem, dass diese Sachen ihn am Leben lassen. Ja, und das kommt natürlich dann zu dieser Tragödie dann halt mit der Ziehtochter, mit Gabriel in Mexiko. Und da merkt man, okay, er hat's doch drauf und er kriegt natürlich Niederschlag. Was ich sehr gut fand, auf jeden Fall, man kann nicht immer gewinnen. Er ist doch auch älter geworden, auch so als Charakter halt her. Und am Schluss holt er alles wieder raus, nimmt Rache. So ist der John Rambo, den man kennt. Aber noch ein bisschen heftiger, deftiger. Ja, was sage ich dazu, dass das natürlich ein offenes Ende ist? Ich sag ja, man kann sich vieles herausspinnen oder spekulieren, was da kommen könnte. Man kann es schwer sagen, ist auf jeden Fall, wie ich jetzt sagen muss, ein offenes Ende. Die Leute, die jetzt wirklich so ein bisschen skeptisch sind, ist das was für mich? Kann ich bis zum Heimkino warten? Ganz ehrlich, ich sage mal so, der Soundtrack hat mir sehr gut gefallen, die Occasions. Dieses bisschen dieses Ruhige, mal ein bisschen mehr Tiefe, so, sogar eine gute Schauspielerei von einem Sylvester Stallone war sehr gut gewesen. Und man muss einfach alles bedenken, das normale Gesamtpaket stimmte, hat sehr gute Action gemacht und ich habe auch von den ganzen anderen Presseleuten so mitbekommen, die haben schon manchmal so ein bisschen ja geschmunzelt und nur, boah, heftig, die Szenen waren schon wirklich, wie gesagt, derbe Kost. Also wer das nicht abkann, sollte vorher nichts essen, sonst reiert er wahrscheinlich den anderen Partner an. Also ich fand es auf jeden Fall sehr gut. Und ja, was würde ich diesem Film geben? Ich würde den auf jeden Fall eine 7 von 10 geben. Und nochmal zu ein bisschen Spoiler-Krams, sag ich mal. So viele Logikfehler gab es gar nicht. Auf jeden Fall war es wirklich handgemacht. Wenn wirklich Leute weggesprengt sind, sei es mit Magnesiumpulver, Geschoss, wo dann wirklich das ganze Gesicht am Brennen war oder die Rübe wurde weggebrannt. Es war einfach so meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt. Es waren harte Fakes dabei gewesen. Man hat gemerkt, das war einfach eine Oldschool-Show von Sylvester Stallone. Und ja, das mehr kann ich eigentlich auch gar nicht spoilern. Ich sag mal so, natürlich so die Story-Elemente, die man so ein bisschen gesehen hatte, fand ich so ein bisschen, das ist natürlich Millennium Media, ist ja die Produktionsfirma, vorher bei Angel Has Fallen hatte man auch paar Story-Elemente, wo ich gesagt hatte, der nimmt da auch Pillen, wo nimmt jetzt plötzlich Sylvester Stallone auch Pillen und warum ist das gleiche bisschen auch in diesem Bereich und da auch, die sprengen da alles weg, aber so ist es halt, bei Actionfilmen muss natürlich auch mal die ganze Farm weggesprengt werden. Also ihr merkt schon, Leute, wo die Reise hingeht. Ich hoffe mal, euch hat das Video so ein bisschen gefallen, was ich jetzt hier gerade so erklärt habe und mit der kleinen Spoiler-Review. Und ich würde sagen, habt viel Spaß im Kino. Lasst gerne ein Like hier, lasst gerne ein Abo hier und ich bin raus. Bis dann und ciao und bam.